Leute da draußen. Ich freue mich schon wieder auf YouTube Start zu sein. Und heute ist der 1.6. und es gibt wieder ein neues Video. Und zwar werde ich von euch Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr weitere Videos. Und vor einer halben Stunde habe ich mein neues erstes TikTok gepostet. Könnt ihr gerne anschauen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video mal an. Und zwar habe ich jetzt hier die Fragen hingelegt. Und ich mische die jetzt. Und werde die ganze Zeit immer einen Zettel ziehen. Und die Fragen euch dann beantworten, bis das ganz leer ist. Ja, fangen wir mit der ersten Frage mal an. Die habe ich gezogen. Ja. Was hältst du von Gaming-Videos? Ich weiß nicht, aber wenn ihr so Bock darauf habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann werde ich Gaming-Videos mal machen. Aber ich habe mir schon einmal vorgestellt, Gaming-Videos zu machen. Ist eigentlich ganz einfach und macht mehr Spaß, weil Video darüber zu machen und noch dabei spielen, macht einfach Spaß. Okay, ziehen wir den nächsten Zettel. Wann und wie lange hast du Schule? Ich glaube noch 10 oder 9 Tage muss ich zur Schule, da habe ich Sommerferien, weil in der Woche muss ich nur zweimal zur Schule und 2,5 Stunden Schule. Ja. Kommen wir auch mal zur nächsten Frage. Ich meine, ich will jetzt auch eine Schule schwänzen, weil es ist eh noch wenig Tagen und noch 2,5 Stunden. Also ich meine, wer will da schon Schule schwänzen? Ja. Kommen wir auch zur nächsten Frage. Wie bist du Schauspieler geworden? Ist richtig einfach. Man muss nur halt in der Schule gut sein. Also jetzt nicht so extrem gut. Schon ein bisschen gut und auch noch ein bisschen viel. In den Hauptfächern muss man gute Noten haben. Wie in Deutsch, Mathe und Englisch. Da muss man unbedingt gute Noten haben, um Schauspieler zu werden. Und wenn man gut dabei ist, braucht man nur bei Schauspieler anzumelden. Und dann wird da für euch Filme und Serien angezeigt, wo ihr da mitspielen dürft, wo ihr da ein Kind oder einen Schauspieler suchen. Und dann könnt ihr einen Film aussuchen und erstmal bekommt ihr die Rolle, dann macht ihr noch Proben und so alles. Das dauert lange, bis ihr vor der Kamera seid ohne Rolle und so. Ja, so wird man Schauspieler. Und wenn die Serie vorbei ist, halt in die Finale gekommen ist oder die letzte Folge, dann könnt ihr in der nächsten Serie weitermachen. Muss ihr nicht nur einmal oder zweimal machen. Ich werde die ganze Zeit machen, also bis ich 15 werde so oder so. 2-3 Jahre werde ich Schauspieler machen. Ja. Kommen wir auch zur nächsten Frage. Den habe ich gezogen. Warum sind die Zettel so dünn? Egal. Wie heißt du jetzt? Kalim oder Ömer? Ich heiße beides, aber ich nenne mich jetzt ab jetzt nenne ich mich Ömer. Was heißt ab jetzt? Ich nenne mich schon seit längst Ömer. Ja. Aber ich habe mit O geschrieben. Aber ich heiße auch Kalim. Trotzdem heiße ich jetzt Ömer bei Boxen, bei der Schule, zu Hause, im Internet, überall. Und Kalim nennt mich keiner mehr. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Den habe ich gezogen. Und wofür ist der Name Kalim Gang? Das war mein alter YouTube-Kanal, dein Name. Ja, da habe ich mich Kalim genannt und dann dachte ich mir, was passt als zweites Wort? Ja, da steht ja Vorname und Nachname. Man kann nicht nur Vornamen machen, man muss auch Nachname in der YouTube seinen Namen machen. Ja, dann wollte ich halt nicht Kalim Abdullah oder Kalim, ja, Abdullah halt machen. Dachte ich mir, Kalim Gang passt besser. Oder wie findet ihr den Namen? Okay. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Warum heißt du nicht mehr Kalim? Falls ihr das noch nicht weißt, könnt ihr mein letztes Video gerne anschauen. Da habe ich nochmal alles euch erklärt, aber ich kann jetzt nur Kleines davon sagen. Wegen meiner Mutter, sein Onkel. Ja, könnt ihr gerne das letzte Video anschauen, da findet ihr nochmal alle Infos. Okay, kommen wir aber auch zur nächsten Frage. Diese Frage. Mal sehen, was da steht. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Nudel und Pizza. Okay. Warum ich jetzt kein Döner mag, obwohl das Döner beliebteste Essen ist oder so. Ja, keine Ahnung warum. Ja.
Aber ich liebe auch Döner. Aber mein Lieblingsessen ist Nudeln und Pizza. Wie heißt du auf Instagram? Ömer Abdullah Official. So heißt es. Ohne Unterstrich oder ohne Punkt oder ohne Zahlen. Ja, kommen wir auch zum nächsten. Warum hast du mit YouTube angefangen? Ach so, ich dachte schon gerade, ich mache schon längst YouTube. Ich fange dann jetzt an. Wie soll ich das sagen? Ist mein Hobby. Ich habe die ganze Zeit andere YouTuber seine Videos angeguckt und so. Und dann dachte ich mir, warum mache ich selber keine Videos? Ich meine, das wäre so krass und wäre auch mein Hobby gewesen. Okay, kommen wir auch zur nächsten Frage. Ja. Wie dünn, Alter. Kannst du mal 24 Stunden lang deine Geschwister pranken? Das wäre eine geile Idee. Ja, dann werde ich mal so machen. Ab 300 Abonnenten auf Instagram werde ich das machen. Ich habe jetzt 270. Dankeschön dafür, dass ihr mich abonniert habt. Dankeschön. Und dass wir die 270 geschafft haben. Und ja, kommen wir auch zur nächsten Frage. Schon wieder dünn. Egal. Kannst du mal die schärfsten Nudeln der Welt essen? Oha. Darüber kann man die ganze Zeit erstmal diskutieren. Die schärfsten Nudeln der Welt habe ich, also mein Bruder und mein Freund, haben dabei eine Challenge gemacht, weil das Ganze ist. Und dachte ich mir, ich probiere noch Kleines. Als ich das probiert habe, nur das Kleines, ich musste die ganze Zeit Milch trinken, das Brot essen und so. Wie soll ich das einfach ganze Packung schaffen? Aber dann machen wir so. Schaffen wir in diesem Video 10 Likes, dann mache ich die schärfste Nudeln der Welt, esse ich dann vor der Kamera. Und ja, kommen wir auch zur nächsten Frage. Wurdest du einmal von deinem Freund angeschlagen? Nein. Aber fast. Ja, da hatten wir einen kleinen Streit. Zu klein ist eigentlich schon ein bisschen großes. Fast wollten wir. Okay. Kommen wir auch zur nächsten Frage. Machst du mal Abo-Treffen? Also Fan-Treffen oder so? Ich weiß nicht, muss ich mir noch überlegen. In dieser Corona-Zeit geht es überhaupt gar nicht. Ich kann schon jetzt sagen. Ja. Aber wenn Corona vorbei ist, dann überlege ich mir das nochmal, das Ganze nochmal nach. Okay. Kommen wir auch zur nächsten Frage. Wieder dünn. Wann willst du dein Abo-Spezial machen? Ab 1000? Ich weiß nicht. Darüber kann man auch die ganze Zeit diskutieren. Ich weiß schon, ich mache 1000, 100.000, 5000. Ich weiß nicht, wann ich das Spezial mache. Ja. Kommen wir auch zur nächsten Frage. Wie viele Abonnenten hast du auf Instagram? 270, sogar 274, also über 270 kann man sagen. Und ich bedanke mich bei euch, weil jeden Tag bekomme ich neue Followers. Und ja, nur mit 2 Beiträgen und so. Ja, egal. Kommen wir auch zur nächsten Frage. Wen kannst du mal pranken? Meinen Geschwistern. Ich habe 2 Brüder, aber den ganz Großen will ich nicht pranken. Weil der übertreibt dann, aber den anderen, der übertreibt auch, aber nicht so wie mein anderer. Ja, kommen wir auch zum nächsten Fragen. Und ja, was ist deine 2 Lieblings-App? Instagram und TikTok. YouTube ist auch meine Lieblings-App, aber ich kann mir nur 2 entscheiden. Ja, YouTube gucke ich nicht so oft, aber jeden Tag gucke ich YouTube. Ja. Aber meistens nur 1 Stunde und so. Aber Instagram bin ich oft aktiv, bei TikTok auch oft aktiv und so. Und ja, kommen wir auch zur nächsten Frage, Leute. Was hältst du von Kochvideos? Ich kann nicht mehr kochen. doch, eigentlich schon. Außer Eier machen und Nudeln. Pizza. Nee. Weiß ich nicht. Eigene Pizza machen und ich bin erst 11. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Ich weiß nicht mal, wie Backofen angeht. Also ich weiß, aber ich weiß nicht immer, welche Zahl ich halt anmachen soll. 250, 300, okay, 300, ja, oder 200 oder 150. Ich weiß einfach nicht. Aber vielleicht, wenn ihr Bock habt, dann mache ich auch Kochvideos. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da.
Und ich wollte gerade die nächste Frage starten. Wir haben in der Schule WPF, da machen wir auch Kochen und was man halt im Haushalt macht, aufräumen und so, kochen auch. Und dann kochen wir manchmal, vielleicht kann ich da üben und dann hier nochmal das probieren vor der Kamera. Ja, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Kommen wir auch zur nächsten Frage. In welchen Serien, Filmen schauspielst du? Das ist noch nicht klar, aber manchmal habe ich den Schauspieltermin für Proben oder Rolle abholen. Ja, Blätter einfach alles. Aber ich bin schon angemeldet, kann ich jetzt sagen. Aber ich habe noch nicht in einer Serie oder Film mitgemacht. Okay, kommen wir auch zur nächsten Frage. Ja. Wann machst du Videos? Das habe ich auch bei meinem ersten Video gesagt. Ich mache Montag und Freitag Videos, entweder um 13 Uhr oder 15 Uhr oder 19 Uhr. Ja, kommen wir auch zur nächsten Frage. Welche Allergien hast du? Gegen Karotten und Brokkoli. Ja. Mein Freund sagt sogar, das gibt es nicht, aber ich weiß auch nicht. Wenn ich Karotte esse, dann muss ich die ganze Zeit niesen. Und einmal, als ich Karotten gegessen habe, hatte ich hier das nur diese Backe voller mit Pickeln. Also das waren Punkte. Rote. Ja. Wie viele Tage hast du noch bei den Ferien? bis zum Ferien. Ein Monat. Ja, ein Monat habe ich noch. Ab 1.7. habe ich dann die Sommerferien, beziehungsweise am 3.7. aber 1.7. ist Freitag und Samstag und Sonntag. Ja, zählt irgendwie nicht. Und ja, kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Wirst du mal Vlogs machen? Ja, ich werde Vlogs machen, habe ich sogar noch geplant, wann und wie. Und ja, kommen wir auch zur vorletzten Frage, Leute. Hier. Das ist so dünn, ich kann es nicht mal aufmachen. Hast du Geschwister? Ja, ich habe 2 Brüder. Ich wünsche, ich hätte Schwester. Eine nur. 2 wäre übertrieben, aber das geht nicht mehr. Okay, kommen wir auch zur nächsten Frage. Und ja. Wie viele Spiel-Apps hast du? Spiel-Apps, Leute. Nicht Apps, sondern Spiel-Apps. Ich habe nur ein Spiel-App und das ist mein Favorit. Ja, ich spiele nicht so oft. Ja, ich habe nur ein Spiel-App. Wie gesagt, und Gaming-Videos geht irgendwie nicht so, aber ich kann ein paar Apps herunterladen und damit spielen und ein Video darüber machen. Und so, Leute, das war's auch mit meinem Video. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ab jetzt gibt es immer jede Woche 2-mal Videos. Und bei TikTok jeden Monat 5-mal Videos. Und ja, und ich bedanke mich bei 270 Abonnenten und auf TikTok für 135 Abonnenten. Und ich würde sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr weitere Videos. Und bis zum nächsten Video am Freitag. Ciao!